Grüß euch, der Feind des Dorn. Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu Euda. Zockt heute weiter bei Hercule Poirot, Agatha Christie, The London Case. Wir sind in Kapitel 7 angekommen. Und das heißt die Geheimnisse. Wer stahl Florence Zigarettenetui? Haben wir schon durch, das auch durch. Hier. Wer ermordete Mademoiselle Irene Kurt Smythe? Wie er so schön immer sagt. Da machen wir jetzt weiter. Wir haben erlernt, dass Evelyns Motiv Zorn Mademoiselle Kurt Smythe war eine Bedrohung für Mademoiselle Warbecks Karriere. Sehr gut zu wissen. Sie hätte also ein Motiv. Wir brauchen ja immer drei Sachen, die ganz wichtig sind. Und zwar Motiv, Gelegenheit und noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ne, fällt mir nicht mehr ein. Sei auch dahingestellt. So. Dann da jetzt mal schauen, was wir machen können. Da schaut es sehr so aus, als könnte man nicht voll machen. Verbinden war nichts. Gehen wir da raus. Wir haben auch irgendwas im Inventar. Und zwar Streichhölzer. Eine ganze Streichholzschachtel. Jetzt schauen wir mal, was wir damit anfangen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal, wenn wir schon da sind, da umeinander und schauen, was wir tun können. Weil es wird wieder ein wildes Umhergeklicke. Da geht gar nichts. Da können wir mit Horace sprechen, unserem Priestermeister. Euer Gnaden. Inspektor Poirot, guten Morgen. Kann ich annehmen, dass auf den Straßen weiter ein Mörder frei herumläuft? London ist eine sehr große Stadt und ich möchte annehmen, dass sich dort mehr als einer findet, da ich noch nicht die Gelegenheit hatte, sie alle festzunehmen. Ihr Selbstbewusstsein verblüfft mich. Hören Sie, Sie beeilen sich besser. Ich treffe mich hier mit dem jungen russischen Mädchen. Sie hatte auf der Gala einige Fragen zum Museumsgebäude. Fragen, die sicher nur ich beantworten kann. Erzählen Sie mir von Ihrem Verhältnis zu Mademoiselle Warbeck. Gott lehrt uns, unserem Nachbarn zu verzeihen und ihn zu lieben. Aber manchmal kann das eine größere Herausforderung sein, als erwartet. Hat sie sie irgendwie beleidigt? Indem sie das Museum für ihre verkommenen Treffen mit diesen ungehobelten Männern nutzte? Das will ich meinen. Sie scheint mir niemand zu sein, der sich in eine solche Sache verwickeln ließe. Und was für eine Sache meine ich dabei? Also ich... Genau, wenn Sie es nicht wissen, sollten Sie besser den Mund halten, bis man Sie anspricht. Hami. Diese Treffen, von denen Sie sprachen... Ich überraschte Sie vor einigen Wochen im Restaurationszimmer. Ich war direkt von meinem Sonntagsgottesdienst hergekommen, um einige Dinge zu erledigen. Ich öffnete die Tür und sah sie da sitzen, wie sie Ränke schmiedeten und planten. Sie wissen nicht, worum es bei diesem Treffen ging. Müssen Sie sich die Ohren auswaschen? Ich habe Ihnen gerade gesagt, was die beiden taten. Und ich konnte sehen, dass sie die Finanzunterlagen durchgingen. Warum sollte sie die brauchen? Selbst ich darf die nicht einsehen. Und als sie mich sah, hörten sie sofort auf zu reden. Das ist doch sicherlich ein Zeichen ihrer Schuld. Merci, euer Gnaden. Was erst als Schwarzmarktgeschäfte von Mademoiselle Kurt Smythe allein erschienen, entpuppt sich nun als weite lukrativere und weitläufige Operation. Nun ist am wichtigsten, mit Mademoiselle zu sprechen. Entschuldigung, neue Gedanken freigeschalten. Mademoiselle Warbecks Handlungen waren in letzter Zeit ziemlich verdächtig. Monseigneur Hastings und ich sollten die Gründe hinter diesen Verhalten herausfinden. So, wir haben... Irene fälschte das Gemälde der reumütigen Magdalena. Aufzeichnungen, Informationen von Mademoiselle Kurt Smythe Bargeld und Banktransaktionen, was für ein Wort. In Mademoiselle Kurt Smythes Wohnung waren Gemälde von einem Buch über die Kunst von Percy Blackford kopiert worden. Bischof Montjoy glaubt, in ein Geheimtreffen hineingeplatzt zu sein, aber warum sollte es
von ihm verheimlichen. Es wirkt nicht wie jemand, der kleinlich ist und sie muss ihre Gründe haben. Evelyn traf sich mit den seltsam ungehobelten Männern. Bischof Montjoy behauptet, er wäre in eine Art geheimes Treffen zwischen Evelyn und seltsamen ungehobelten Männern hineingeplatzt. Okay, das sind unsere Informationen momentan. Und dann reden wir doch jetzt einfach, keine Ahnung, hier mit niemandem. Weil hier ist ja niemand. Oh, können wir wieder da hinten rein? Oder ist es endlich beendet da hinten? Da geht nichts weiter. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir hinreisen können und entscheiden uns dann, wie wir weitermachen. Oh ja, ich entscheide mich für die Haupthalle des Museums. Ist irgendwie das Licht diesmal anders? Ich habe das Gefühl, dass das Licht anders ist. Evelyn. Mei, du blöder Aff. Magst du jetzt unbedingt da außen rum gehen? Okay, dann gehen wir da außen rum. Komm. Ist das besser? Ja. Mademoiselle Vorbeck, haben Sie wohl einen Moment? Ich habe tatsächlich sehr viel zu tun. Vielleicht könnten Sie später wiederkommen? Ich hätte gedacht, die Wiederbeschaffung Ihres Gemäldes und das Fassen eines Mörders wäre auf der Liste Ihrer Prioritäten ganz oben. Es tut mir leid, es ist hier nur so hektisch. Ich kann 5 Minuten erübrigen. Würden Sie mir Einblick in die Finanzunterlagen des Museums gewähren? Ist das nötig? Sie wollen doch meine Ermittlungen nicht behindern? Nein, aber ich verstehe nicht, was das mit dem Fall zu tun hat. Es ist wichtig, dass... Es ist schon in Ordnung, Mademoiselle. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Viel zu nett, der Typ. Fuhl's nett. Wie ist Ihr Verhältnis zu dem ehrenwerten Bischof Montjoy? Ehrenwert? Ein guter Witz. Ich habe den Eindruck, Sie beide liegen recht oft im Clinch. Im Clinch? Oui, im Clinch. Es wäre einfacher aufzuzählen, worin wir uns einig sind. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Ich mochte einen seiner Vorschläge für eine Ausstellung nicht. Und seitdem hat er recht klar gezeigt, dass er mich loswerden will. Was wird nun aus Mademoiselle Kurzmeils Arbeit? Normalerweise werden die Werke eines Künstlers nach der Ausstellung an diesen zurückgegeben. Aber in diesem Fall ist das keine Option. Ich habe weiterhin vor, eine Ausstellung einzurichten, bei der ihre Arbeiten ausgestellt werden. Auch wenn die Treuhänder dagegen sind. Naja, sie ist ja eine Kunstfälscherin und Diebin. Ich bin immer noch die Kuratorin dieses Museums. Ich stelle ihre Arbeit aus und damit hat es sich. Ich erinnere mich daran, dass Mademoiselle Kurzmeid diese Ausstellung als ihre bezeichnete. Ihre Arroganz und Scheinheiligkeit wird immer klarer. Oh, das war's. Sie waren äußerst hilfreich. So, was können wir nun mal? Jetzt kannst du durchgehen! Du Hammel. Restaurationszimmer? Können wir dann... Ja, wunderbar. Er macht's zumindest. Das ist immer selten, dass alles so läuft, wenn man sich das umklickt. So. Interagieren ist der Ausgang. Oh, da ist die Tür offen. Das ist vielleicht interessant. Trotzdem gehen wir erst... 100 Pro ist hier wieder irgendwas zum Entdecken. Da, was sage ich? Tisch im Restaurationszimmer. Ha. So, was können wir denn hier entdecken? Terminplaner. Mademoiselle Warbecks Terminplaner. Mal sehen. Saturday 2 p.m. Closing Meeting. Closed Meeting. Ah, okay, super. Was können wir noch? Protokoll der Treuhändersitzung. Das Protokoll bestätigt, dass Bischof Montjoy und Mademoiselle Warbeck beide bei der Sitzung anwesend waren. Okay, was haben wir hier? Ein Buch über Ölfarbpigmente und wie diese hergestellt werden. Das Buch haben wir, glaube ich, jetzt schon 6 Mal entdeckt, oder? Das ist unfassbar. Oh. Samstag, 14 Uhr, geschlossene Versammlung. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 13 Uhr, Interview, Thomas Keith.
Erbgutsmanager. Donnerstag Lieferung der William Marshall Rüstung. Freitag, Samstag Gala-Veranstaltung. Oh Gott. Gala-Veranstaltung. Sonntag, treuende Sitzung nachmittags. Uhrzeit noch nicht festgelegt. Montag, Irene Kurz-Smite, Detail über Show. Teilnehmer, Treuhänder, die ehrenwerten Herrn Bischof Montjoy, Baron Monsignor Roberts, Sir S. Hargraves, Kuratorin Evelyn Lakshmi Warbeck, Sekretärin Daniela Freeman, Beobachter Major Butler von den 9. Lanzenträgern der Königin. Erstens, Erhöhung der Preise der Ausstellung. Zweitens, Verlängerung der Ausstellung Antikes Rom. Drittens, angemessenes Verhalten des Personals vor Ort. Viertens, Einschränkung von Schulkindern pro Ausstellung. Okay, wir haben wieder da oben ein Ding, dann können wir da rein. Jetzt können wir was verbinden, und zwar Protokoll der Treuhändersetzung. Ein Treffen von Irene ist mit dabei, und wir haben neu die Eintragung von Terminplaner. Vor 2 Wochen wurde etwas in 2-Stunden-Zeitraum eingetragen, doch es steht nirgends, wofür diese Zeit genutzt würde. Protokoll bestätigt, dass die da waren. Alles klar. Dann. Ich habe keine Ahnung, was wir verbinden sollen. Es ist schon wieder soweit. Das ist echt unfassbar. Wie kann das eigentlich so schwer sein? Okay, nehmen wir einfach mal vorn oben rechts. Wir verbinden. Bischof Montjoy behauptet, er wäre bei einem seltsamen Treffen mit seltsamen ungehobelten Männern gewesen, und das hierüber. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang. Ich auch nicht. Aber ich habe da, wie wir schon mal festgestellt haben, dein Hirn nicht verstanden. Unten. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Auch nicht. Wir müssen mit Logik an diese Sache herangehen. Auf gut Glück, wieder auf gut Glück, keine Ahnung. Treffen mit Irene. Irene fälschte das Gemälde der Räume mit Magdalena. Protokoll der Treuen, das ist Irenes Kassenbuch. Irene kopiert Percys Kunst. Das ist im. Ich weiß es nicht. Gibt es etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Womöglich. Schauen wir mal, was er jetzt vorschlägt. Er schlägt vor, dass wir das geheime Treffen und den Eintrag in den Terminplaner verbinden. Ein geheimes Treffen wurde abgehalten, aber zu welchem Zweck? Ja, das ist dein Job rauszufinden. Weiter können wir nichts verbinden. Sprich mit Evelyn, inspiziere das Restaurant, zumindest mit denen, sprich mit Horace. Okay. Können wir hier noch irgendwas tun? Das hatten wir gerade. Da ist sonst gar nichts. Außer, dass sich diese Kiste inzwischen verdoppelt hat, was ich auch sehr schön finde. Die ist jetzt 2-mal da mit exakt dem gleichen blauen Fleck. Aber wir können da jetzt reingehen. Das konnten wir bisher noch nicht. Lagerbereich. Eine Notiz, auf der Tresorkombination steht, jedoch sind keine Zahlen zu sehen. Oh. Selbstgemachte Ölfarbe, beschriftet mit preußischem Blau. Aha. Selbstgemachte Ölfarbe, beschriftet mit Neapelgelb. Bin ich gerade ein Buch? Über Farben. Vielleicht hilft uns das. Können wir noch irgendwas anderes? Nee, können wir nicht. Da steht übrigens ein Schwert, finde ich witzig. Ich möchte nochmal zu dem Buch mit den Farben. Ich kann hier die Zusammensetzung aller Farben und pflanzliche Basis nachschlagen. Ha! Neapelgelb. 9. Hergestellt durch Erhitzen, Vermischen von Bleioxid und Antimonoxid. Und preußisch Blau.
358 preußisch bla. Wie wär's mit 9358 als eine bemerkenswerte zu der Zyanid? Mademoiselle Warbeck hat das Wissen und das möglich, möchte ich annehmen, die nötigen Zutaten, um all diese Farben anzumischen. Verlassen. Wie wär's also jetzt mit 9358 als Tresorkombination? Das wäre aber eigentlich zu einfach, oder? Wenn man einfach die Seiten nehmen müsste. Was sind auch die einzigen Zahlen, die wir haben? Das probieren wir jetzt einfach. Und zwar 9, 3, 5 und dann einmal in die andere Richtung, weil es viel cooler ist. 8. Tatsächlich, oder? Wenn ich die Inhalte auf dem Tisch ausbreite, werde ich genauer untersuchen können. So, dann gehen wir wieder zu dem Tisch, weil da hat er jetzt gerade alles hingelegt. So, Entdeckungen. Dann machen wir das, was wir noch nicht haben. Das Kontenbuch des Museums. Es wurden 2 Zahlungen von jeweils 250 Pfund getätigt. Doch es gibt keinen Hinweis darauf, an wen das Geld gesendet wurde. Okay, dann haben wir hier... Brief. Ein Brief von Mademoiselle Kurt Smeit an Mademoiselle Warbeck, in dem sie dieser herzlich für deren Interesse an ihrer Kunst dankt. Mademoiselle Warbeck hat dafür gesorgt, dass der Brief sicher ist. Okay, und wir haben Bilder wahrscheinlich noch. Kunstwerke. Ein interessanter Kunststil, der mir nicht bekannt ist. Okay. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können nichts verbinden. Achso, da sind wir ja. Da können wir auch nichts verbinden. Da können wir nichts verbinden. Da sind wir auch schon durch. Sprich mit Evelyn, inspiziere das Restaurant. Ich habe doch jetzt das Restaurationszimmer. Oder nicht? Da noch irgendwas? Den Hut finde ich auch super da oben. Da haben wir das. Den können wir schon gar nicht mehr nutzen. Da oben geht's auch nicht hin. Da hinten können wir nicht rein. Höchstwahrscheinlich nicht. Da ist auch nichts mehr da. Da können wir raus. Wir könnten wieder mal mit Hastings... Sprechen wir mit Hastings. Lasst euch schmecken. Vielleicht sollten wir uns eine Minute nehmen, um die ungelösten Fragen zu überdenken. Warum hielt Mademoiselle Warbeck ein geheimes Treffen ab? Oha. Oha! Da können wir irgendwas verbinden. Auch wenn uns hier wieder 2 fehlen, wahrscheinlich brauchen wir 1 davon. Ich habe keine Ahnung. Evelyn, Horace, Information, Zahlung, Empfänger. Protokoll der Treuen, das sind so Kunstwerke. Ich weiß es nicht. Mit was könnten wir denn die Kunstwerke verbinden? Ich weiß es nicht. Klicken wir einfach mal alle durch. Wir müssen es gar nicht verbinden. Ich bin aber auch doof, oder? Okay, wir können da noch nichts machen. Uns fehlt halt einfach irgendwas. Aber... Ja, okay, da hat er jetzt wieder das Buch bloß. Das haben wir schon gehabt. Das war für die... Ding. Da können wir aber auch nur die Farben und Pigmente angucken, sonst ist da halt einfach nichts. Wir können auch den Tisch gar nicht mehr so anschauen, wie ich es gerne möchte. Also jetzt ist hier was. Was ist jetzt hier passiert? Ah toll, jetzt! Zahlung an unbekannte Empfänger, jeweils 250 Pfund und Kunstwerke. Die seltsamen Männer und die Kunstwerke. Ein weiterer Erfolg. Auf Anhieb. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ich auch nicht.
Edward Linley und Thomas Keyes sind die Maler der Kunstwerke, die in Mademoiselle Warbecks Tresor gefunden wurden. Und wir können wieder was verbinden, und zwar Künstler Linley und Keyes. Wie wär's, wenn wir denen jetzt sagen, dass sie Geld bekommen? Logisches Denken wird stets obsiegen. Ich freue mich, wenn es mal funktioniert. Mademoiselle Warbeck tut nur, was sie kann, um neue Besucher ins Museum zu bringen und es im 20. Jahrhundert ankommen zu lassen. So, jetzt können wir nichts mehr verbinden. Ist das nicht traumhaft? Dann könnten wir vielleicht jetzt mit Hastings sprechen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich anders gemacht habe. Vielleicht sollten wir uns eine Minute bla. Warum bla? Aha. Und jetzt ist es entweder das oder aber es ist das. Oder? Es sind noch die zwei neuen. Nein. Nein. Bischof Montjoy bestand recht hartnäckig darauf, dass es bei Mademoiselle Warbecks Treffen um etwas Ungehöriges ging, obwohl ich annehme, dass er alles, was sie tut, sehr wahrscheinlich in einem schlechten Licht sieht. Eine junge Frau, die ihn vor den anderen Treuhändern bloßstellt, muss für ihn eine grobe Beleidigung gewesen sein. Er erlaubte sich, seine zynische Ader zum Vorschein kommen zu lassen, anstatt die Wahrheit durch Fakten und Beweise ans Licht zu bringen, wie es sein sollte. Mademoiselle Warbeck tat nichts, was dem Museum abträglich war. Im Gegenteil, sie versuchte sogar zu modernisieren, vermutlich auch gegen den Widerstand der altmodischen Treuhänder. Hurra! Obwohl Bischof Montjoy darauf bestand, dass Mademoiselle Warbeck etwas Hinterhältiges vorhatte, ist mir klar, dass sie weit davon entfernt ist, etwas mit dem Schwarzmarkt zu tun zu haben. Ziel abgeschlossen. Was? Neue Unterhaltung freigeschalten. Aber mit wem? Aber mit wem? Komm hier. Sprich mit Evelyn, sprich mit Horace. Okay, wahrscheinlich sind das die zwei neuen Dinge. Dann gehen wir zu Evelyn. Die war ja gerade noch im Museum vorne gestanden, wenn sie da jetzt wieder steht. Wir gehen gleich oben rum. Sehr gut, da ist sie. Dann reden wir mit ihr nochmal. Vielleicht ist das eins der neuen Gespräche. Gut, sagen Sie, was gibt es, Inspektor? Die Treffen, die Sie arrangierten, ohne das Wissen der Treuhänder. Ich frage mich, mit wem Sie geredet haben. Was hat er Ihnen gesagt? Dass ich nichts Gutes im Schilde führe? Nicht ganz seine Worte. Ich traf mich für eine neue Ausstellung mit einigen Künstlern. Er hat nicht den geringsten Schimmer von Kunst. Und auch sonst von nichts, was das angeht. Wer ist denn er, Madame? Er kann die Zukunft nicht sehen. Die neue Welle, die Kunstwelt für immer verändern wird. Neben den ungehobelten Männern, die Sie trafen, erwähnte er auch die Finanzbücher. Ungehobelt? Jeder, der nicht vollständig in Priesterroben herumläuft, ist für ihn ungehobelt. Ich wollte Horace die Finanzunterlagen nicht zeigen, weil sie ihn nichts angehen. Und er sucht einfach nur nach einer Ausrede, mich feuern zu lassen. Das ist alles. Erzählen Sie mir von Bischof Montjoys Verhältnis zu Mademoiselle Kurzmeid? Also, da er ihre Werke nicht mal in die Nähe des Museums lassen wollte, würde ich nicht sagen, dass sie überhaupt eine hatten. Und dann hörte ich davon, dass er sie beauftragt hatte, einige Bilder für seine Kirche anzufertigen. Ich wusste nichts davon, bis Irene es mir sagte. Wissen Sie, was er sie malen ließ? Da muss ich leider passen. Sie war zur Geheimhaltung verpflichtet. Sie waren äußerst hilfreich. Okay. So. Neue Ding, Unterhaltung freigeschalten. Neue Ding. Es ist unfassbar. Ich lese es und 20 Sekunden später weiß ich es nicht mehr. Ab einem gewissen Alter, meine Freunde, wird Ding immer öfter. Immer mehr. Jetzt geh doch mal hier raus. Wo können wir denn hinreisen? Magst du jetzt da rausgehen, bitte? So, Theaterstraße. Da saß ja gerade noch der Montjoy. Vielleicht sitzt er da ja auch wieder. Ja, da ist er nochmal. Dann reden wir nochmal mit ihm. Nur zu! Wirkt sich Ihr Konflikt mit Mademoiselle Warbeck nicht auf das Museum aus? Bei Ihnen klingt das ja so,
als wäre ich es, der ein Problem mit ihr hat. Verzeihen Sie, ich habe das falsch... Wenn Sie nicht mal verstehen, was ich zu sagen habe, wie wollen Sie je verstehen, was Jesus und sein Vater im Himmel von Ihnen benötigen? Oh Gott. Derartige Angelegenheiten sollten wir wohl später besprechen. Was ich jetzt zu wissen wünsche, dreht sich um Sie und Mademoiselle Vorbeck. Es gibt keinen Grund, die Fassung zu verlieren, Inspektor. Der Herr sagt uns... Euer Gnaden, bitte. Eine Lektion für das nächste Mal. Sagen wir einfach, dass ich dieser gemeinen Diebin keine Ausstellung gegeben hätte. Und schon gar nicht jetzt. Wie ich höre, haben Sie Gemälde in Auftrag gegeben? Da müssen Sie schon etwas genauer werden, Inspektor. Die Gemälde, die von Mademoiselle Kurzmeis Pinseln erschaffen wurden. Oh ja. Nun, ich dachte, das wäre nötig, wenn wir sie im Museum ausstellen wollen. Hätte man nicht einfach ihre anderen Werke als Referenz nutzen können? Das hätte ich tun können, aber ich verstehe nicht, was Sie das angeht. Also der Montjoy Morgan Hastings ja mal überhaupt nicht. Es ist nicht so, als hätte ich es behalten. Ich wollte nicht, dass es meine Mülltonne verstopft, geschweige denn mein Museum. Dein Museum. Merci, Euer Gnaden. Was erst als Schwarzmarktgeschäft von Mademoiselle Kurzmeid allein erschien, entpuppt sich nun als weit lukrative und weitläufige Operation. Das hatten wir doch schon mal. Oh, neue Gedanken freigeschalten. Bischof Montjoy lautstarkes Misstrauen gegenüber Mademoiselle Warbeck war womöglich nichts mehr als eine Ablenkung seiner eigenen unmoralischen Taten. Vielleicht sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten? Sehr schön. Oris scheint in Schwarzmarkttätigkeiten verwickelt zu sein. Es gibt Hinweise darauf, dass Bischof Montjoy in illegale Beziehungen mit Schwarzmarkt verwickelt ist. Aber wir müssen feste Beweise finden. Ja. Oris erwähnte, ein gestohlenes Gemälde gesehen zu haben. Mademoiselle Barbonneau sagte, dass Bischof Montjoy erwähnt hatte, ein Gemälde gesehen zu haben. Doch sie wusste, dass dies nicht möglich sein konnte, da dieses Gemälde gestohlen worden war. Horace hat Irene beauftragt, ihm Gemälde zu fertigen. Er behauptet, kein Freund ihrer Werke gewesen zu sein und dennoch hat er speziell sie darum gebeten, Gemälde für ihn anzufertigen. Ja, das ist ja faszinierend. So. Es hat sich kein neues Gespräch ergeben oder so. Aber wir sollen ja ihn beobachten. Ich hätte nochmal versuchen können, mit dem Hastings zu reden, oder? Egal, ich mag da jetzt nicht nochmal hochlaufen. Oh, wir können in die Kirche. Auf Kirche, wenn das neu ist. Müssen wir gleich machen. Jetzt geht's rund. So. We are back in the Kirche. So. Schauen wir gleich mal hier. Der Kerzenhalter, gibt's den auch noch? Nein. Aber das Wachs hier am Boden ist verschwunden. Das finde ich schön. Auch hier der Splitter ist weg. Da. Oh, interagieren. Bibel, interagieren. El Bibelus. Oh. Merkwürdige Skizzen auf der Rückseite der Bibel des Bischofs. Unfassbar, der malt in die Bibel. Was für ein Priester. Ja. So, da ist nichts. Achte Station des Kreuzwegs. Hm. Interagieren wir ein wenig. Drei Entdeckungen. So. Ha. Tontopf. Die geometrische Verzierung auf diesem dünneren Topf hat eine Einkerbung. Okay, das ist sehr schön. Was könnten wir noch machen? Hier, Maria oder so. Aha. Frauen, sie kamen alle, um sich die letzte Etappe von Jesus sterblichen Leben anzusehen. Ja, Gaffer heute. Die hat es damals schon gegeben. So, das ist das Gleiche. Ja, falls es damals schon gegeben, dann wäre man Jesus noch nicht mehr, oder? Aha. Der Erlöser der Menschheit, der in jeglicher Art und Weise behandelt wird, außer so, wie er es verdient hat. Ja, lassen wir so stehen. Mit Beichtstuhl können wir nur interagieren. Ah. Da ist doch irgendwas unten, oder? Oh. Ein Loch in der Verkleidung, hinter der Bartholomew zuvor steckte.
Mit etwas Anstrengung könnte ich hineingreifen. Gegenstand wurde im Interval zu. Was ist das? Ein sechseckiges Metallrohr. Ich werde es mitnehmen, bis ich seinen Zweck enthülle. Okay, und das Kissen? Ha. Stuhl. Meine Meinung bleibt dieselbe. Dieser Stuhl scheint höchst ungemütlich. Du musst da doch nicht sitzen, da hockt der Pfarrer. So, war da auf der anderen Seite eigentlich ein Beutel? Da ist auch noch eins. Neunte Station des Kreuzwegs. Schauen wir uns echt alle... Du schaust es da durch, warum du? Du bist obergeil. Ha. Sein letztes Stolpern, bevor er den Kalvarienberg erreicht. Und auch da ist wieder dieser Krug. Ah. Die geometrische Verzierung auf diesen dünnen Töpfen hat eine Einkerbung. Zwei von drei und die Jungs. Das Kreuz. Hm. Das Kreuz. Sehr schön. Das Kreuz ist tatsächlich das Kreuz. Dann haben wir Gemälde der Kreuzwegstation. Das nächste. Echt, mein Gott. Gemälde der Kreuzwegstation. Nichts, was mir besonders auffallen würde. Dann nehmen wir das nächste. Wir schauen mal alle Beutel noch. Ein Gemälde der Kreuzwegstation. Nichts Besonderes. Wieder nichts Besonderes. Wir müssen jetzt echt alle Beutel umschauen. Ich gehe davon aus, dass wir noch alle Beutel umschauen müssen. Oh. Kreuzwegstation nichts, was mir besonders auffallen würde. Es sei denn, es ist natürlich jetzt affig und. Aber wir können sie alle anschauen, also dermaßen. Auch hier ist nichts. Nein. Du gehst jetzt darüber. Wer hat denn gesagt, dass du reisen sollst? Ja, da nochmal gucken. Vielleicht findet er da noch was. Oh. Nein, auch nicht. Hier. Aha. Wollt ihr mal nichts auf? Ah. Mhm. So vielleicht. Ah, nicht. Sono. Aha. Und wenn ich mich recht entsinne, natürlich mal wieder in die falsche Richtung gedreht. Ist da auch nur Beutel. Da hat er auch mal wieder was entdeckt. Okay. Dann wird da zufälligerweise wieder ein... Oh, da die Unterschrift. Ha. Unterzeichnet Percy Blackford. Aber der Tonkrug ist diesmal nicht drauf, soweit ich das sehe. Auch wenn ich das sehr faszinierend finde. Es ist wieder ein wildes umeinander geklickt, Freunde. Der Kopfschmuck hat so eine leuchtend gelbe Farbe. Soll uns das heißen, es ist zu neu? Wenn das wirklich ein Gemälde aus der Zeit von Percy Blackford wäre, hätte sich das Gelb des Kopfschmucks beträchtlich verdunkeln müssen. Aha. Sehr, sehr gut. Ich habe den Verdacht, dass dieses Gemälde eine Fälschung des Originals ist. Okay. Jetzt ist die große Frage, was wir als nächstes machen müssen, weil jetzt haben wir uns alle Beutel angeschaut. Haben irgendwas im Inventar? Genau, wir haben im Inventar ein Metallrohr, ein Sechskant-Metallrohr. Ja, das ist der Schraubenschlüssel, du Zipfe. Ein Metallrohr. Ja, vielleicht ist das damals einfach nicht so. Inspiziere Horuskirche. Wir dürfen was verbinden. Was wir jetzt neu dazu bekommen haben, ist Fälschung mit der Unterschrift von Percy Blackford. Wie wäre es denn dann, wenn wir jetzt die Fälschung und Irene Kopie machen? Das macht Wo Sinn, liegt ihr der Nein, Sinn? Macht keinen Sinn für dich? Okay. Das ist natürlich tragisch. Ich hätte gedacht, es würde jetzt Sinn machen. Horace erwähnte, ein gestohlenes Gemälde gesehen zu haben. Horace scheint Schwarzmarkttätigkeit. Fälschung und die Schwarzmarkttätigkeiten? Na los, denken wir noch einmal darüber. Ach,
komm, das hatte doch jetzt irgendwie Sinn ergeben. Irene kopiert... So vielleicht... Ein Schritt weiter auf dem Weg zur Wahrheit. Ja! Aber ohne Hilfe diesmal. Auf Bischof Montjoys Bitte hin fertigte sie Kopien von Gemälden der Kreuzwegstation an. Und wir dürfen wieder was. Irene fälschte das Gemälde der Kreuzwegstation. Das verbinden wir jetzt mit... Das er es beauftragt hat. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Die Vorgänge werden langsam... Achso, ja. Warum würde er Kopien von Gemälden anfordern, die bereits an den Wänden seiner Kirche engen? Damit er die online verkaufen kann. Macht das Sinn? Wenn er die anderen verkaufen kann, dann hat das mit dem Schwarzmarkt zu tun. Und deswegen hat er das in Auftrag gegeben. Was für eine Entölung. Oh fuck, ich lerne langsam, wie der denkt. Bischof Montjoy tauscht originale Kunstwerke im Besitz der Kirche gegen Mademoiselle Kürzmeils Fälschungen aus und verkauft dann die Originale. Oh, mir sind so krass gut. So. Inspiziere Horus Kirche. Wir müssen immer noch... Wie es scheint, hat Bischof Montjoy die Originalkunstwerke der Kirche durch von Mademoiselle Kurzmeiß angefertigte Fälschungen ersetzt. Er beauftragte sie, diese Fälschungen zu malen, damit niemand bemerkte, dass die Originale verschwanden. Aber wohin? Sie glauben doch nicht, dass er sie verkauft, oder? Was sonst? Mademoiselle Babagnon scheint mit den Verbindungen des Bischofs zum Schwarzmarkt recht gehabt zu haben. Nun, Monsieur Hastings, müssen wir uns fragen, wo mag Bischof Montjoy die Originalgemälde aus der Kirche verstecken, bevor er sie verkauft? Das ist eine sehr gute Frage. Katze hat sich erschreckt, als sie den Gegenstand von der Staffelei gestoßen hat. Altarkerzen runtergebrannt, Lesezeichen beim Nachtbild, sichtbare Delle. Glasscherbe in der Nähe des Altars, Wachs, zerbrochene Steine oder... Glas beim Altar zerbrochen, Lücke hinter dem Beichtstuhl. Horus hat darüber gelogen, wo er das Glas zerbrach. Wie wäre es da? Wir müssen uns Zugang zu dem Bereich hinter dem Beichtstuhl verschaffen. Okay. Und wie? Wie stellst du dir das vor? Oh. Ist das eine Tür? Das ist keine Tür. Jetzt habe ich wieder Hirnstau. Da ist er sonst nicht, oder? Ha. Da sind wieder die Skizzen, aber da wäre der Sechskant zumindest drauf. Wenn wir jetzt einen Tontopf finden würden... Wo ist hier ein Tontopf? Der war auf beiden Bildern. Ah! Da! Benutzen! Die Röhre passt in die Vertiefung. Wie es scheint, kann ich dieses Werkzeug dafür verwenden, einen Teil des Gemäldes zu drehen. Was sollten wir uns genauer anschauen? Aber in welche Kombination? Warte mal, hat er es nicht einfach mal so gemalt gehabt? Nichts geschehen. Das ist schwierig jetzt. Ich
Können wir da auch benutzen? Ja. Aha. Zweimal der Tonkrug drauf, den er abgemalt hat. Und auch hier benutzen wir das Ding. Die Röhre passt in die Vertiefung. Hier scheint kann ich diesen benutzen. Ne? Wir sollten jetzt genauso. Wir schauen uns die Bilder noch mal kurz an, die er da abgezeichnet hat. Weil das ergibt ja irgendwie jetzt Sinn. Meine Fresse, der ist ja zu dumm zum Hatschen, der Typ. Es ist unfassbar. So. Und zwar einmal nach links oben und einmal nach links. Und dann machen wir es entweder schon richtig rum. Oder aber... wir machen es genau falsch rum. Voila, was ist passiert? Warum sehen Sie nicht zuerst nach? Sagen Sie nicht, dass Sie Angst vor der Dunkelheit haben. Nicht vor der Dunkelheit. Nur vor pechschwarzen, gruseligen Gängen in alten Kirchen. Mr. Poirot, wo sind wir? Wow. Wow! Wenn ich mich nicht irre, ist dies Teil der geheimen Tunnel, die vor Hunderten von Jahren gebaut wurden, um diejenigen, die nicht die Meinungen der damals Herrschenden teilten, hinauszuschmuggeln. Und warum genau sind wir hier? Das Warum darf nie offensichtlich sein. Darum geht es ja gerade. Verstehe. Okay. Find's übrigens schön, dass er plötzlich eine hier... Das können wir alles nicht angucken. Wobei ich glaube, dass das und das bestimmt mit dem da zu tun hat. Übrigens ist hier die reumütige Magdalena. Ist das das Original? Oh nein, er geht zu den Bildern da hinten. Oh. Oh nein, da ist ein Loch reingemacht worden. Welcher Vollidiot. Schlitz auf dem Gemälde. Jemand ist auf recht rücksichtslose Weise mit dem Werkzeug über das Gemälde gegangen. Die Rückseite der Leinwand hier ist sichtbar. Es scheint darauf, wurde zuvor etwas gemalt, das verdächtig nach einem Monet aussieht. Wow. Das hatten wir gerade. Entschuldigung, ich wollte das nicht nochmal anklicken. Uha. Schau mir nicht zu, Beso! Jeder Aspekt spricht dafür, dass es das Original sein könnte. Autsch. Da haben wir unsere dritte Fälschung. Auf der Rückseite der Leinwand finden sich Hinweise auf ein sehr viel moderneres Gemälde. Gott sei Dank. Ich wüsste nicht, wie ich es erklären sollte, das Original in einem solchen Zustand zu finden. Bischof Montjoy muss entdeckt haben, dass das Gemälde, das er von Mademoiselle Kurzmeiss erhielt, eine ihrer Fälschungen war. Und reagierte mehr als ungehalten. Jetzt ergibt alles Sinn. Er nutzte diesen Raum, um seine ganz private Kunstsammlung zu lagern. Ich sehe es praktisch vor mir, wie er hier selbstgefällig inmitten gestohlener Gemälde sitzt. Was ich sehr unglücklich finde, ist der Umstand, dass er nicht nur der Welt die Schönheit und Freude vorenthält, die beim Anblick dieser Werke entsteht, sondern dass er sie auch noch in einer solch dunklen und feuchten Umgebung lagert, der alte Narr. Er musste sogar diesen Kerzenwecker anzünden, um hier unten nicht einzuschlafen. Was für eine Verschwendung. Denken Sie nicht, Poirot? Ah, plötzlich zählt hier, was man sagt. Ich brachte nur meine Gedanken vor. Sie haben andere Gedanken als die an Mademoiselle Farquhar? Wirklich, Poirot? Sie trauen mir immer noch so wenig zu? Wenn man solche Rücksicht auf eine Verdächtige in einem Mordfall nimmt, ist es schwer, zu einem anderen Schluss zu kommen und dies nicht zur Sprache zu bringen.
Vielleicht fehlt ihnen die Fähigkeit, für ihre Mitmenschen auch nur einen Hauch von Empathie aufzubringen. Es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Wollust. Oh, und es gibt einen Unterschied zwischen zur Sprache bringen und unhöflich und unausstehlich sein. Ich hatte nicht erwartet, dass Monsieur Hastings in dieser Angelegenheit so empfindlich reagieren würde. Vielleicht sollte diese Unterhaltung geführt werden, wenn wir beide nicht irgendwo gefangen sind. Was war das? Oh, nur der Kerzenwecker des Bischofs. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe genug von diesem Ort. Verschwinden wir von hier. Poirot, was machen Sie? S'il vous plaît, un moment. Der Kerzenwecker des Bischofs. Er hat mich alles in Frage stellen lassen, was ich zuvor über den Tatort zu wissen glaubte. Wir müssen zu Mademoiselle Kurzmeis Appartement zurückkehren. Was? Das ist vermutlich eine Aufgabe, die Sie übernehmen sollten. Allah. Das habe ich jetzt nicht. Okay. Jetzt sind wir da. Irenes Flur. Irenes Flur. Schön, dass es immer noch raucht. Sehr, sehr schön. Kamin. Wir können nochmal mit dem Kamin interagieren. Ha. Aha. Keine Überreste der Kerze. Untertasse. Halskette mit Nadel. Ich werde sie mitnehmen. Vielleicht kann ich schon ein kleines Experiment durchführen und erfahren, was hier wirklich passiert ist. Okay. Hinter dem Kopf werde ich ein kleines Experiment durchführen. Okay. Dann machen wir das Experiment. Wo machen wir das Experiment? Ach ja. Miss Callum. Mrs., Entschuldigung. Der Hund ist wenigstens leise. Perkins, Besucher, einen neuen Hund. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Haben wir was vergessen oben? Haben wir was vergessen? Okay, ich habe auch eigentlich nichts gemacht, außer den komischen Kamin, oder? Mann. Der aus Nägeln und einer Kerze bestehende Wecker des Bischofs lässt mich in die Beweise am Kamin neu überdenken. Ich muss erneut untersuchen. Müssen wir hier auch noch was untersuchen? Ah ja, den Konsolentisch haben wir mal pauschal vergessen. So, eine Champagnerflasche. Noch die Hälfte der Kiste ist übrig. Irene muss begeistert davon sein. Ja, nicht mehr. Der Schlüssel ist uninteressant. Der Benzinflasche leer. Aber Kerzen sind da. Kerzen ist vielleicht wichtig. Kerzenschachtel, Überlebende des Feuers. Manche der Kerzen sind unbeschädigt geblieben. Gegenstand im Inventar hinzugefügt. Eine Kerze ist vielleicht nicht schlecht für das Experiment. No. Was auch immer das Experiment sein mag. Noch die Hälfte der Kiste ist begeistert sein. Okay. So. Können wir noch was? Untersuchen. Den Tisch können wir nicht untersuchen. Hier hinten konnten wir auch das letzte Mal nichts untersuchen.
Gemälde können wir nicht untersuchen. Oh, da war ein zweiter Button. Ah, benutzen. Was benutzen wir da? Was benutzen wir da? Benutzen wir... Kerze. Mhm. Ah, hier wäre eine Kerze gewesen, bevor die Hitze des Feuers sie schmolz. Können wir noch mehr benutzen? Kerze auf Untertasse. Benutzen wir mit dieser Nadel? Nadel wurde beim Kamin gefunden. Ja, die lag da unten, gell? Guck an. Wie der Nagel im Kerzenwecker des Bischofs könnte diese Nadel die Kerze in die Kerze gedrückt worden sein. In etwa so. Die Halskette könnte auf diese Weise um die Kerze gewickelt worden sein. Als das Wachs schmolz und die Nadel fiel, könnte die Halskette über die Seite gerutscht sein. Und das Gewicht hätte schließlich die Kerze abgerissen. Die Zeit, diese Theorie zu testen. Wir haben Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer. Zack! Et maintenant? Ich hielt mich für den größten Inspektor der angesehensten Polizei der Welt. Aber ich wurde genarrt und getäuscht, bin direkt in die Falle getappt, die der Mörder legte. Und nun stehe ich hier allein und überlege, was als nächstes zu tun ist. Monsieur Hastings hatte es sehr eilig, sich in seine Unterkunft zurückzuziehen, anstatt an meiner Seite an den Ort des Verbrechens zurückzukehren. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr, das ihn bedrückt. Man braucht keine weitere Belastung, wenn Schritte zurückverfolgt und ein neuer, zeitlicher Ablauf bedacht werden müssen. Sacre! Ich habe meine Zeit damit verbracht, in die Sonne zu starren. Dabei haben sich Täuschung und Betrug in ihren Schatten abgespielt. Ein Mörder läuft frei herum, aber die Wahrheit über das Feuer entzieht sich Inspektor Hercule Poirot nicht länger. Und bald gilt das auch für seine Identität. Ja, meine Freunde. Kapitel 8, die Ermittlungen beginnen. Meine lieben Freunde. Ich kann nicht fassen, dass ich auf solch eine Täuschung hereingefallen bin. Der Mörder wusste, dass ich nach einem Alibi fragen würde und auch, wie er seine Spuren perfekt verwischen konnte. So, hier fangen wir das nächste Mal wieder an. Meine lieben Freunde, es war mir eine Freude, Sie heute belustigen zu sollen. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt und wenn ihr sagt, das Spiel ist scheiße, hört doch auf damit. Ich zieh's durch, wir spielen das Spiel natürlich noch bis zum Ende, bevor wir ein neues Spiel beginnen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es ist Hauptsache. Pfiat euch und Papa. Der Feit, Leute.